Weiter geht's mit Bandai vs. Toy Part 14, diesmal mit Gaomon und seinen Digitationen. Zugegeben, das ist jetzt nicht das beste Gaomon-Bild von Toy Animation, weil man den Schweif nicht sieht. Wer aber Digimon Savers bzw. Data Squad kennt, weiß, wie der aussieht. Der war einfach nur rund und wir haben nicht so richtig dieses ganze Fell gesehen. Deswegen finde ich das schon mal bei Bandai besser, dass wir da wirklich das Fell sehen und dass es insgesamt etwas wilder aussieht. So, und ja, wild, das ist eben auch genau die Sache, denn wir sehen ja bei Gaomon, bei Bandai, dass die Schnauze erstmal etwas schmaler ist und dass die Krallen noch etwas länger sind und damit sieht es einfach gefährlicher aus und nicht so brav und nett und freundlich wie bei Toy Animation. Wenn wir uns Gaogamon angucken, fallen natürlich erstmal die ganzen Details auf, eben mit dem Fell. Die Mähne ist zum Beispiel viel detailreicher gezeichnet, der Schweif wieder mit dem Fell und natürlich auch das ganze Gesicht. Aber das meine ich jetzt nicht so. Natürlich sehen wir aber auch diese roten Krallen von seinem Rücken, dass es sich dabei wirklich um Krallen handelt und er den Gegner damit wirklich verletzen oder festhalten kann. Sind wir ehrlich, bei Toy Animation sieht es aus, als wäre das irgendein Band oder ein Schal. So, aber das wichtigste Detail, finde ich, sind einfach diese Handschuhe und die Krallen. Denn man sieht, wie die Krallen durch diese Handschuhe durchkommen und sie quasi zerfetzen. Und das ist bei Toy Animation bei diesem Bild nicht der Fall und auch grundsätzlich nie der Fall. Klar, das ist wieder so ein kleines Detail, aber das hätte man ja zumindest bei der Digitation einbringen können. Einmal animieren und fertig, ne? Weil es gab immer sehr viele, die haben immer gesagt, ja, ein Hund mit Boxhandschuhen, das sieht ja lächerlich aus, aber das ist halt so laut Profil, dass Gaomons Krallen noch so weich sind, dass die Boxhandschuhe diese schützen sollen. Und Gaogamon hat das nicht mehr nötig, deswegen brechen die Krallen da durch. Das passt halt zum Profil, sieht eben auch cooler aus und, naja, bei Toy Animation sieht es wirklich ziemlich albern und lächerlich aus. Kommen wir zu Machka Ogamon. Hier sind jetzt auch wieder eher nur viele Kleinigkeiten, aber sie fallen halt schon auf, wenn man sich die Bilder anguckt. Zum einen natürlich wieder das Fell im Gesicht oder die Mähne, die sind bei Bandai natürlich etwas detailreicher. Aber auch dieses rote Band, was er umhat. Ich meine, es wirkt irgendwie etwas eindrucksvoller, weil die Symbole schon ein bisschen, ja, besser gezeichnet sind, größer sind, die Metalldinger obendrauf an der Schulter da sind auch schon cool. Ja, bei Toy Animation ist das irgendwie alles ziemlich klein und irgendwie nicht so eindrucksvoll und eher so wie hingeschludert. Und er wirkt auch oberkörpermäßig bei Toy Animation etwas schmächtiger als bei Bandai. Ja, und dann haben wir natürlich auch noch kleine Details so an seiner Hose. Also bei Bandai sehen wir da irgendwelche Schrauben auf dem Schwarzen, das sehen wir bei Toy Animation nicht. Und wir sehen dann auch diesen Gürtel, der Wolf sieht auch ein bisschen besser aus bei Toy nicht. Aber ganz besonders auffallend ist der Reißverschluss bei Bandai. Wir wüssten also bei dem Bandai-Bild, wie er aus seinem Anzug rauskommt. Bei Toy Animation hat man darauf verzichtet und einfach ihm nur Linien gemalt. Was Mirage Gaogamon angeht, in erster Linie möchte ich hier wirklich mal kurz die Farbe ansprechen. Also bei Bandai sehen wir zwar auch zwei Blautöne, die stechen aber nicht ganz so raus, sondern harmonieren irgendwie auch ein bisschen miteinander. Bei Toy Animation ist es ein bisschen komisch. Also bei dem richtigen Artwork ist es so, dass er halt ziemliches Hellblau hat und das sticht sich dann mit den dunkelblauen Teilen schon sehr. Aber ich habe deswegen auch extra ein Bild aus dem Anime genommen, die Digitationsszene halt. Da ist dieses Hellblau nicht ganz so hell und das passt eigentlich dann mit dem Blau doch wieder besser zusammen. Was mir jedoch auffällt, sind diese ganzen Verzierungen und das ist jetzt ein bisschen interessanter. Richtig interessant, es ist mir persönlich auch vorher gar nicht so wirklich aufgefallen, sind die Verzierungen bei Mirage Gaogamon. Wir können halt sehen, dass er halt Halbmonde auf diesen silbernen Teilen von seinen Schulterdingern da hat und eben auch an den Händen da an den silbernen Teilen, da sieht man das auch und eben auch an den Füßen. Das ist grundsätzlich bei Mirage Gaogamon in Digimon Savers nicht der Fall, außer in der Digitationsszene. Da gibt es diese ganzen Halbmonde. Genauso ist es auch mit den Verzierungen auf seinen Krallen, diese gelben Verzierungen, die da drauf sind. Die sehen wir bei Bandai, die sehen wir auch bei der Digitationsszene, aber im Anime selber bei Mirage Gaogamon sind die weg. Ich meine, gut, hier muss ich jetzt aber sagen, ich finde, das war eine gute Sache. Sie haben es zumindest in die Digitationsszene mit reingenommen. Ist ja nur einmal animiert und da muss man es nicht nochmal machen. Danach wurde es aber weggelassen, weil es sonst zu aufwendig gewesen wäre. Also ist es eigentlich so gesehen vollkommen in Ordnung. Ja, und das ist ja das, was ich ja auch bei Gaogamon gesagt habe. Es hätte man eigentlich auch machen können, in die Digitationsszene das mit den Handschuhen und den Krallen reinbringen und danach eben nicht, weil, ja, es eben doch etwas aufwendiger ist. Zuletzt kommen wir noch zum Mirage Gaogamon Burst Modus und abgesehen davon, dass er im Toy Animation Style mit dem Blau ein bisschen zu dunkel ist, meiner Meinung nach sieht das auch nicht ganz so gut aus und die Monde natürlich wieder weggelassen wurden, die man hier und da sieht auf diesen silbernen Verzierungen und so. Gut, vielleicht ist es in der Digitationsszene, das habe ich jetzt nicht nachgeguckt, werde ich unter das Video schreiben, ob es wenigstens da ist und es sich dann wie bei Mirage Gaogamon verhält.
Was mir aber wirklich aufgefallen ist, sind diese Schulterrüstungsdinger. Ich meine im Ernst, bei Bandai sieht man doch, dass die deutlich kleiner sind, dafür ist dieses Gelbe aber doch etwas größer. Bei Toy Animation dagegen ist es so, dass diese Rüstung wesentlich größer und pompöser ist, aber dafür ist dieses Gelbe irgendwie kleiner und sieht lächerlich aus, beziehungsweise man nimmt es auch irgendwie gar nicht so wahr. Ich habe es auch mit anderen Bildern verglichen und es scheint mal so und mal so zu sein. Überwiegend scheint es zwar so zu sein, dass es eher klein ist, diese Rüstung, und dafür das Gelbe größer, aber zumindest in Spielen, wie auch in Digimon Links, ist es so, dass die Rüstung halt schon, ja, größer ist und dieses Gelbe kleiner. Warum? Keine Ahnung. Es sieht auf jeden Fall, wie gesagt, etwas komisch aus. So, das war's dann erstmal wieder von mir. Falls euch noch Sachen aufgefallen sind, die mir nicht aufgefallen sind, schreibt es mir wie immer in die Kommentare.